Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Salome und Dragomir. Hi. Hi. Wir wollten eigentlich auf Tour gehen. Ein wenig. Ja. Wir können ja unterwegs nochmal irgendwie in der Wüste anhalten. Ein bisschen Erholung für Sira nach Elden Ring. Okay, Ach so, bis die Folge war das gestern noch. Bis nicht. Die Folge hier kommt, ist so gestern schon lange, lange her. Ja. Ja. Aber so krass war das gestern noch nicht. Noch nicht. Also gestern der Moment. 25. November 2011. Genau, 2011. Der 25. Da habe ich aber lange zwischendurch gewartet. Ja, der 25. Ey. November 2022. Ja. So. Ich habe 2027. verstanden. 25. Da habe ich zwischen dem ersten Elden Ring Stream und dem zweiten Elden Ring Stream aber ganz schön lange gewartet. Ja. Dieter 2011 war Elden Ring noch gar nicht draußen gewesen. Noch nicht mal ansatzweise. Ups. Ich glaube, da gab es das ein oder andere Dark Souls noch nicht. Doch, das gab es ja, glaube ich. Boah, schon. Was ist denn das mit der Maus hier, ey? Im Inventar ist sie arschlangsam. Hä? Okay. Und wenn ich so spiele, ist sie sauschnell. Bei mir nicht. What the fuck? Ja, ich habe eine neue Maus. Ich weiß nicht, ob ich da noch... Nein, ja, im Inventar ist die Arsch langsam. Und im Inventar ist sie... Also im Inventar ist die Arsch langsam und im Game selber ist sie super schnell. Nee, das Problem habe ich nicht. Hallo, ich habe eine neue Maus. Ach so. Vielleicht ist das noch nicht richtig eingestellt. Ach so, das kann sein, ja. Ich weiß ja nicht, ich muss da eigentlich noch irgendwie eine App oder eine Dings für runterladen. Und da kann ich das, glaube ich, alles einstellen noch. Aber da hatte ich bisher noch keinen Bock zu. Bei mir ist das praktisch. Ich habe die Einstellung für die Mausschnelligkeit praktisch auf der Maus direkt drauf als Taste. Ja, ich auch. Ich auch. Okay, aber und da kriegst du nichts zusammen, dass das passt? Wenn ich sie jetzt langsam stelle, ja? Mach ich mal, ich drück mal und drück mal. So, guck mal, jetzt bewege ich mich deutlich langsamer, wenn ich mich hin und her bewege, ne? So, guck mal, warte. Jetzt bewege ich die Maus ganz leicht. So, Achtung. Okay. Jetzt stelle ich sie auf langsam. Jetzt bewege ich die Maus ganz leicht. So, wenn ich jetzt aber ins Inventar gehe, dann brauche ich von der untersten rechten Ecke des Inventars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis zum Hammer oben links. Sekunden. Da brauche ich noch nicht weil mal die jetzt irgendwie so langsam eine halbe ist. Sekunde. Krass. Weil die jetzt so langsam ist. Weil irgendwie, jetzt ist sie hier wieder super schnell, weil ich sie schon höher gestellt habe. Na egal. Das erinnert mich tatsächlich an Dead Space. Da hast du ja im Originalteil hast du ja dieses Schlieren, wenn du zielst und so, ne? Bei dem Bewegen. Und du kannst das tatsächlich verbessern oder indem du das, was war das nochmal, irgendwas konntest du ausschalten? Ich glaube mich zu erinnern, dass das dieses V-Sync gewesen ist oder wie man das auch immer ausspricht. Nee, V-Sync ist einfach nur wegen der Dings, oder? Ja, aber so eine Option war das, wo es hieß, du kannst es ausschalten und dann kannst du, und dann ist die Mausempfindlichkeit ein bisschen angenehmer für das Menü und das Inventar hat das auch funktioniert. Aber außerhalb des Inventars, beim Zielen mit den Waffen oder so, da war das so schnell, dass du dich dreimal um die Erde gedreht hast, wenn du dich mal bewegt hast. Das war deutlich übertrieben. Ja, aber es V-Sync nicht dafür da, dass du sozusagen die invertierte... Nein, das V-Sync ist eigentlich dafür da, dass du keine optischen Schlieren im Spiel hast. Ah. Dass... Die Übertragungsrate passt sich vom Spiel an den Bildschirm an. Weil du hast zum Beispiel gesehen, bei Gronkh, bei Scorn zum Beispiel, hast du das gesehen, wo er sich bewegt hat und dann hatte der immer so komische Striche, wo das Bild nicht hinterher kam, aber andere Teile vom Bild schon, wo das ineinander so ein bisschen sich überschmiert hat. So, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und dann hat er das V-Sync bei ihm halt ausgeschaltet und dann war das weg, weil die das irgendwie falsch programmiert hatten. Wenn das V-Sync aus war, war es eigentlich an. Und wenn das eingeschaltet war, war es eigentlich aus. Da war er selber erstmal so grundverwirrt, weil sie das irgendwie verwechselt hatten.
Aber wenn du das V-Sync dann einschaltest, hast du diese Schlieren in der Grafik dann nicht mehr drin. Das ist irgendwie so ein bisschen schwer. Stabilisiert quasi die Grafik. Ne? Ja, genau, genau. Ja gut, das ist jetzt aber nicht mein Problem. Es ist einfach nur, dass die Maus im Menü wesentlich langsamer ist als im Game selber. Ja, bei Dead Space war das durch das V-Sync, durch das Ausschalten, war dann diese Bewegungen in Anführungsstrichen zwar besser und angenehmer, aber halt viel zu schnell, sodass ich es halt wieder zurückgesetzt habe. Guck mir mal zu. Meine Maus ist jetzt so schnell und ich drehe mich jetzt mal um, wie ich mich normalerweise umdrehen würde. Ich mache einmal eine komplette Umdrehung. Und jetzt drehe ich mich einmal zu dir um. Ich wollte mich zu dir umdrehen. Naja, gut. Okay. Ich übe jetzt mal. Achtung. Langsam. Hallo. Langsam. 2 Sekunden später. Ich wollte zur Tür. So, einmal alles durchgucken, alles fertig. Ja, von meiner Maus. Oh, da ruckelt's, Alter. Hör auf zu ruckeln, Spiel. Was ist los mit dir, Hallo? Leider das Mausrad kaputt gegangen. Wo ist mein Motorrad? Draußen. Ja, okay. So, Sand brauche ich auch gerade nicht. Ich habe meinen Schlafsack aufgehoben. Meine Maus ist zu schnell! So, wo wollen wir denn hin? Wollen wir vielleicht zur Abwechslung mal was ganz Großes erkunden? Oh, können wir Richtung Süden zum fahren? Beispiel, da haben wir noch gar nichts aufgedeckt. Zum Beispiel irgendwo hier in der nächsten großen Stadt. Ja, da hinten, wenn du geradeaus dahinter guckst, da siehst du diesen ganz, ganz großes, dieses Hochhaus. Ja, das wo wir da im Let's Play auch mal zu zweit drin waren. Wohin denn? Richtung Norden. Ja, hier guckst du da ganz geradeaus. Hochhaus. Genau, das ist ganz weit weg, so ein Hochhaus. Und da waren wir auch schon zu zweit drin. Und ich glaube, wir haben 4 oder 5 Folgen dafür gebraucht. Ja. Und wir haben jetzt mehr Lagerplatz. Also könnten wir eventuell das auch wagen. Aber dann sollten wir vielleicht... Nein, wir hatten damals zwei Autos. Zwei. Du hattest deins und ich hatte meins. Und wir mussten zwischendurch, ich glaube, 2 oder 3 Mal zurückfahren und mussten ausräumen. Aber es ist ja nicht so weit weg, also kann man es eventuell ja mal machen. Nee, das bei uns im Let's Play, das war ja damals, glaube ich, in diesem Müllgebiet irgendwo ganz am Arsch der Welt. Ja, ja. Wir haben glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Minuten sind wir da hingefahren oder so. Na dann, Letzi Schmetzi. Yay! Oh. Ja, mach erstmal alles kaputt. So, ich habe noch ein paar Reparaturkits mit. Ich auch. Für Notfälle. Essen und Trinken muss das definitiv mitnehmen. Habe ich immer dabei. Ja gut, ist eigentlich keine schlechte Idee, vielleicht mal was mitzunehmen. Und ich nehme mal dieses ganze Dosengeschlamps mit, damit das mal wegkommt. Und Medizin eventuell. Außer als Zutaten. Oh ja, Medizin wäre nicht schlecht. Nehmen wir so ein paar Verbände mit. Medizin, ach da ist. Vitamine, ja gut, ich habe jetzt... Antibiotika und Schmerzmittel nehme ich einfach mal mit. Mhm. Ich habe jetzt mal, ich habe jetzt Nahrung und Wasser einstecken. Einer von euch nimmt jetzt noch Medizin mit. Ja, ich habe jetzt auch Trinken und Essen noch einstecken. Ich müsste es halt erstmal. Dann pack das mal ins Auto, dass nicht irgendwie 3 Leute dieselben Sachen dabei haben, ne? Sondern dass das halt. Dass einer hat das, einer hat das. Gut, dann verbannt jemand's Auto. Antibiotika. Vitamine und Schmerzmittel. Oh, ich habe übrigens. Essen tue ich auch mal hier. Ich habe übrigens, schau mal, guck mal, Dragomir, ich habe noch was. Guck mal. Wir können ja hier auch. Du wärst doch immer der Spezialist mit den Dietrichen, ne? Ja, wir können ja auch die Reparaturkits in den Kofferraum tun. Ich nehme nochmal Munition ja jeder mit. Dran. Nagelpistole kann ich hier lassen. Munition habe ich auch noch ein bisschen mitgenommen. Vielleicht noch ein paar Schienen für gebrochene Knochen. Ja. Weil die gebrochenen Knochen sind ätzend. Da kannst du nämlich nicht schnell laufen oder ähnliches oder springen. Gipsverband und Schienen, oder? Ja, die Schienen, die reichen. Hauptsache, dass das Bein oder so ist dann verbunden. Okay. Auch Nähzeugs? Ja, tu auch mal eine Packung Nähzeugs meinetwegen mit rein. Wir wollen uns diesmal ein bisschen besser preparen, ne? Genau. Und dann fliegt uns irgendwie das Auto um die Ohren, weil, keine Ahnung, so halt. Gesundheit! Gesundheit.
Danke. Lad mal alles nach, was ich nachladen kann. Gut. Die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Ja, ich denke mal, ich bin breit. Wir sollten vielleicht tanken noch. Oh ja. Warte. Hast ich du mach. Irgend? Ich hab immer dabei. Benzin, ja. Aber ich kann euer Auto leider nicht tanken. Okay. Was? Na, dann gib mich. Jetzt kann ich. Nee, kann ich nicht. Ich kann meins auch nicht tanken. Hä? Gib mal her. Ah, warte. Vielleicht sollte ich auch das Benzin irgendwie in die Hand nehmen? Nee. Ah, ich habe das Benzin. Wo ist mein Benzin? Ach, jetzt weiß ich. Entschuldigung, ich weiß, was das Problem ist. Sorry. Kein Benzin. Ich hab's in meinem Kofferraum. Sira. Ja. Da ist ein Blutfleck. Ah, nee. Guck mal, wer da gestorben ist. Vielleicht siehst du dann auch jemand mit einem Gaul nach da hochrennen und dann runterspringen. Ja, nee, das nehmen wir. Normalerweise müsste der Blutfleck an einer anderen Stelle sein, wo die dann irgendwie in diese Klingfahnen reingesprungen sind. Geh mal hin und like mal. Gib dem Arm mal lang. Ja, genau. So. Wow, das ist alles an Benzin gewesen? Krass. Wieso? 55%. Hä, ich hab doch getankt? Ja, das Auto braucht halt ein bisschen mehr. Ach so, ja, da bleib stehen. Warte. Wir haben schon, wir haben noch da. Ach so, ihr habt noch? Ja. Ja, ja. Sag das doch. Ja, 2500. 1900. Ich glaube, das schluckt irgendwie 7500 oder so insgesamt, bis es voll ist. Ach, warte mal, ich nehme das mal. Schlucker, ne? Ja, das ist ein guter Schlucke. Ich habe was zu essen mit hochnehmen sollen. Ich habe Hunger. Ich nicht. Ich bin satt. Willst du ein paar Lebkuchen? Warum kann ich jetzt... Hä? Ich habe ein Problem. Welches? Kommst du? Ich kann nicht rein. Es ist verriegelt. Ja, dann komm jetzt. Auf. Es ist verriegelt. Ich kann nicht... Ich hab's doch gerade aufgemacht. Hallo. Nein, bei mir steht verriegelt. Doch, hab ich. Nee, kann nicht sein. Ich hab's gerade aufgemacht. Das ist nicht verriegelt. Ich kann gerade nichts machen. Hä? Ich kann auch nicht rein. Hab ich es vielleicht? Ich hab doch... Nee. Nee, ich kann auch jetzt nicht einsteigen. Ich kann E drücken. Spam gerade E. Ich kann jetzt rein. Ja, ich spam gerade E. Kann ich. Hä? Geh mal auf die andere Seite. Warte mal. Mir fällt da was ein. Vielleicht geht's dann. Stimmt. Da war was. Vielleicht geht's dann. Ach, Gruppeneinfrage. Anfrage. Gruppeneinfrage. Ja, lass mich in Ruhe. Ja, Chrissy, nimm's doch mal an. Ja, hab ich doch, aber passiert nichts. Ist denn mit dem Spiel schon wieder kaputt? Ich glaube, wir müssen das Spiel nochmal neu laden. Och nö, es dauert immer 10 Jahre. Ich weiß. Aber das kommt manchmal vor, dass das Spiel irgendwie nicht richtig lädt. Ich drehe mich zu schnell um mich selbst. Okay. Dann pausieren wir aber, oder? Ja. Dann pausieren wir mal ganz kurz, starten das Spiel nochmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Also bis gleich. So, da sind wir wieder und wie man sieht, funktioniert es jetzt auch wieder. Ja, und ich habe was zu essen. Ups. Jetzt aber. Ja, tschüss. So. Und welcher Richtung war das jetzt nochmal? Das muss ich jetzt mal wieder überlegen. Da. In der Straße auch zu sehen. Guck, da ist er doch schon. Ach ja, jetzt sehe ich ihn. Ich bin in ein Loch gefallen. Halleluja! Könnt ihr kurz warten? Ich fahre gerade rückwärts zurück. Kann.
Ich weiß genau, was für ein Loch. Hallo, ich komme nicht mehr raus. Wir sind leider nicht bei Human Fall Flat, dass ich dich irgendwie hätte hochziehen können. Ach, warte kurz. Ich muss erstmal. Oh. Ich glaube, wir sollten dieses Loch mal zumachen. Mhm. Einen Moment, bitte. Hätte ich das gerne gesehen, wie du da reingeflummt bist. Schade. Oh. Ups. Hallo! Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich hier mit der Maus wieder lenken muss. Arschkrebs. Ach, sei still. Ich hatte da noch irgendwas drin. Ich weiß nicht mehr was. Vielleicht das, was du gerade in der Hand hältst? Nein. Einhundknuff. Einhundknuff. Wie das einfach aussieht. Ah! Also, ich hau dich gleich zum Drei. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal das PvP hier einschalten. Naja, schießen wir uns noch gegenseitig die ganze Zeit. Ja, eben. So wie beim Ranch-Simulator, weißt du? Oh, Entschuldigung. Oh, das war knapp. Vorsicht. Vorsicht. Boah, ruckelt das hier gerade, ey. Was ist denn hier los? Ich denke mal, weil wir Code Vein gerade runterladen. Ich nicht. Ja, nicht. Nicht? Warum nicht? Weil ich aufnehme. Mhm. Und? Aber dann liegt das wohl nicht daran. Wir sind beim selben Hochhaus jetzt, ja? Scheinbar, ich habe einen Schuss gehört. Normalerweise ja. Wir sind nur 30 Meter. Ja, hier sind wir genau. Warum greifst du das Auto an? Da war der Hund, der lag in den Stacheln. Ach so. So, ich muss erstmal hier den Eingang finden. Warte mal ganz kurz, ich muss nach. Hallo, liebe Frau. Okay. Ach, hier ist der Eingang. Ich fahre mit dem Auto nochmal ein Stück vor. Oh, Adult Theater. Und guck mal. Der Booby Trap ist wieder da. Alter, das Ruckeln hier gerade. Ich raste gleich aus, ey. Ich vermute eher, dass das an diesen vielen großen Gebäuden liegt. Ja. Guck mal, der Booby Trap. Ja. Und nebendran so ein Erwachsenenkino, das passt, ey. Ja. Cool your body. Mega cool. Ich wollte gerade ernsthaft jetzt nach diesem Schuss nachladen. Nach ihrem Schuss. Ja, genau. Wow, bist du gut. Gell? Wir wecken die Toten, die so laut sind wir. Hallo. Schnauze. Hier wird nicht gemaggert. Hier ist ein Hund drin, ne? Kommt vorher, habe ich gehört. Mein Auge juckt. Hier war es. Ich muss übrigens letztens sehr lachen. Warum? Ich habe von Gronkh und Tobi mal das Seven Days weitergeguckt. So. Oh, warum juckt mir denn die Nase jetzt schon wieder so? Es ist doch nicht normal. Immer wenn ich aufnehme, juckt mir die Nase. An wen musste ich wohl denken? Ja, an wen wohl? Das frage ich mich auch. Die sind alle draußen, die Viecher. Ja, da nicht. Da ist sie drin. Kreisch, kreisch. Da kommt noch.
noch einer da hinten? Hier. Hat irgendjemand das Huhn hier abgeknallt? Ja, ich. Ein totes Huhn. Hallo, da ist ein Huhn. Ich dachte, das würde irgendwo rumrennen, aber das Huhn liegt hier einfach mal tot auf der Kasse. Ja, ich hab gedacht, hier ist ein Huhn und das hab ich erschossen. Mit seinem Looten so nach und nach eher, oder? Wir looten halt einfach. Wo seid's denn? Ich bin in so einem Bücherdingens drin. Ich auch. Ja. Jetzt habe ich meinen Bürostuhl mitgenommen. Oh, es hängt so hart. Der schüttelt noch den Kopf. Nee. Das kann so ohne nicht weitergehen. Ohne mir. Jetzt hätte ich erstmal. Kling, kling. Da würden irgendwo die Kassen ge. Was hab ich denn auf? Ich habe ein Rezept für eine Lederrüstung gefunden. Ach da, der Bürostuhl. Stell den doch einfach wieder hin, dann hebt ihn auch keiner mehr auf. Nein. Oh, aber den Kleiderhaufen lässt du liegen. Und die Schuhe, die da rumstehen. Habe ich den schon aufgehoben? Ah. Die schreien aber auch immer laut, ey. Ah. Hallo, Mädel. Oh. Haben ja richtig komplexe, die Zombies, ey. Ja, vor allem die, wo draußen sind. Ja. Hi, die beschweren sich. Nimm doch auch die Mülleimer mit, wenn ihr schon hier seid. Mach ich nie. Ist nur Müll drin. Eh nur Scheiße. Nehme dran jetzt auch noch einen Mülleimer. Sira, kannst du eben mal gucken. Neben dem Ding hier. Ah, der ist schon leer. So, wollen wir hochgehen oder wie? Yep. Ja. Sehr gerne. Ja, Flup. Oh, wie es hängt hier oben gerade. Hallo. Hallöchen. Ich komme hier nicht durch. Das ist Wenn du bist doch ein durch. Oh. Ach, schon besser. Meins. Mensch. Also warum hört man die denn hier immer so schreien? Ich weiß nicht. Da kommt nicht. Schon wieder eine blöde Kuh nach oben. Ja, ist halt froh, dass du es hörst. Wenn du es nicht hören würdest, wäre es schreckhafter. Reichkäse. Ja, aber ist schon echt enorm nervig. Und dann pass mal auf, wie nervig das ist, wenn du in so einem großen Gebäude bist, im Müllgebiet. Oh, da kommen die Viecher nonstop unten durch die Tür rein. Da hast du dann Dauerkreischen. Ich find's halt super nervig, dass du die unten sind, teilweise noch kreischen hörst. Ja, manchmal schon. Ich hab ein Rezept für Bier. Ich hab Kaffee. Ich höre einen Wolf. Bild? Jetzt geh. Hallo, Bild. Da hängt erstmal das Bild irgendwie 10 Sekunden lang. Wo ist der Hund? Das ist kein Hund, das ist ein Wolf. Ja, wo ist der Wolf? Der wird wahrscheinlich draußen irgendwo rumstehen. Okay. Oh, ich habe hier ein Treppenhaus gefunden. Kines? Moment. Für mich fertig hier. Achso, ich dachte, da hinten geht es auch vielleicht hoch. Okay. Ich war hier doch noch nie, Mensch. Kling, kling. Klim, bim. Bin nicht da. Hier, komm doch nur. Achso, ich dachte, du warst jetzt.
Nee, nee, aber da unten liegt ein Rucksack im Aufzug drin. Kommt man denn da wieder hoch? Unmöglich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, tatsächlich. War die hier schon drin? Hier ist doch unberührtes Regal. Ja, dann Gündung. Ah, Hilfe, Hilfe. Oh nee, hier. Danke. Ich konnte dich plündern und gleichzeitig schießen, weißt du? Kann ich verstehen. Leider... Ihr müsst leider ohne mich weitergehen. Ah, warte, warte. Ah, Ich habe mir den Kopf angedengelt. Ach so. Naja, viel noch mehr kaputt gehen kann da sowieso nicht. Ah, Parkour. Toll. Whoop. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ja. Uff. Ich habe gerade einen Skillpunkt gekriegt. Los jetzt. Ich komme nicht hoch. Tut mir leid. Ja, das kommt davon, wenn man den Parcours nicht zu Ende skillt, ne? Dann wünsche ich euch viel Spaß da oben. Hast du Holz einstecken oder so? Ja doch, auch drei Stück. Das war's. Warte, ich habe vier Stück. Vielleicht reicht das sogar schon. Warte, ich komme mal zu dir. Bitteschön. Ich glaube, vier Stück reicht für ein Rahmendingens schon. Ja, wenn nicht, werdet ihr dann allein da oben rummachen müssen, ohne mich. Also wir machen hier nicht rum, ne? Ich bin keine Nutte, ne? Du verstehst, was ich meine. Nein, vielleicht. Nicht wirklich. Der Hund nervt. Ja, ja. Hi. Ah, wo, was, wie, wer? Jum. Die haben rote Augen. Oh. Ich hab grad gelesen, statt geteilte Spieler-EP, geile Spieler-EP. Ja, das wird sein. Ja. Die ist doppelt so viel wert wie normale Spieler-EP. Oh, was ist das? Bauplan Pumpgun. Achso, wir müssen auch aufpassen, weil in manchen Gegenden wie hier sind ja auch noch Bomben, ne? Auf dem Boden verteilt. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich schon. Bomben da. Also Minen halt, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Weil ich hier gerade hier die Fallen sehe. Oh je. Ich habe Hunger. Ich habe Besuch. Ich nicht. Oh, hier sind Spikes. Ja. Aber hier ist der andere Weg, der dahin führt. Also, ist egal. Die Tür brauchst du nicht zu machen. Brauchst die Tür nicht zu machen. Es muss einfach hinten rumlaufen. Hallo? Ja? Was? Nein, ich trage mir, dass die Tür nicht zu machen braucht, aber... Warum sagst du denn, du musst die Tür nicht zumachen? Ich brauche die Tür nicht zu machen. Ja, ich fühle mich nicht angesprochen, wenn du sagst, du musst die Tür nicht zumachen, wenn ich gerade eine Tür aufkloppe. Okay, dann du brauchst die Tür nicht aufzuschlagen. Ja, danke. Du musst die Tür nicht zumachen. Ja, das weiß ich. Fühle ich mich nicht angesprochen. Ich mache sie ja nicht. Ich mache sie auf. Oh, hier geht's auch nach oben, hier wo ich bin dann. Oh, ich bin so fett, ich komme ja durch, ey. Hallo! Ey, das gibt's doch nicht. Wieso kommt man denn da nicht durch? Hallo! Ich seh euch! Ich komm da nicht durch. Nichts zu machen. Ich bin zu fett. Danke für nix. Ah ja, da komme ich durch, aber da, beim anderen nicht. Okay. Ich habe gerade grüne Schuhe aufgesammelt. Hi! Oh. Hi! Den Müllermann hast du aber vergessen. Au. Hi! Hi! Da runterfallen will man aber nicht, ne?
Solltest du nach Möglichkeit vermeiden, ja. Ich muss auch gleich zum Auto, ich bin voll. Muss ich immer so viel saufen? Tja, mache ich aber so gerne. Also ich bin noch nicht voll, ich habe noch eine Menge Platz. Ich habe auch noch Platz. So, wo ging's hoch? Da, im Klo. Da, hier. Ah. Okay, da. Hast du das nicht aufgesammelt, was da hinten drin liegt? Sie war noch gar nicht hier oben. Nope. Da. Ja, dann nimm's doch mit. Wenn du es doch siehst, nimm es mit. Jetzt aber. Lass mich einfach jetzt alleine hier. Au. Flump. Wiederholen sich selbst weh oder was? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist er irgendwo in Stacheldraht gelaufen oder so. Ne, denk mal an den Karnickel. Ja. Der sich mit Stacheldraht selber gekillt hat. Kopf! Hallo? Ab mit dem Kopf! Oh, das sind Hunde. Da kommen Hunde. Müssen die immer so schreien? Ah. Ich habe eine Winterjacke gefunden. Bis kalt, gib sie her. Nein. Man merkt halt echt, dass es noch laden muss, das Ganze hier. Ja, das ist richtig heftig. Boah. Alter, wie viele Gentlemen da rauskommen, sag mal. Alles Angestellte. Ah, hinter euch. Hier ist ein Tresor, ey. Mach. Ja, du, ich hab keine Dinger. Ja, ich sag ja, ich mach. Ach so, ich hab. Bei dir kam das ich nicht durch. Warte kurz. Sag mal. Da. Da war ich Stimme weg. Da. Der Tresor ist übrigens geöffnet. Okay. Ich klatsche euch hier mal diese komischen Rezepte hin. Vielleicht habt ihr noch Verwendung für. Ansonsten Spiel. Inventar ist voll. Aber ich habe auch Klamotten einstecken. Lup. Ja, die Klamotten zerlege ich auch einfach. So, warte, ich lerne die Rezepte direkt mal, die ich noch nicht kenne. Oh, Schrotze. Das kann ist Kneipenschlägerei 3, hat das von euch viel? Weiß ich nicht. Ich ja. Muss sagen. So, ich schmeiß hier auch nochmal was hin. 1, 2, 3. Die kann ich nämlich auch schon. Ja, Kneipenschlägerei habe ich. Und so, das war das Bier. Das Bier, das ist mir. Das Bier gibt's nicht vor 4. Kreisch, kreisch. Hallo. Oh, wir haben es Tag endlich. Oh. Ach, der hat's überlebt. Der hat wahrscheinlich gelbe Augen. Der hatte bestimmt gelbe Augen, die sind ein bisschen robuster. Yep. Oder ich habe einfach nicht richtig getroffen. Oder so. Also wenn ich mal was übersehe, es tut mir leid. Meine Maus ist so schnell, ich komme nicht klar hier. Alles gut. So, hier ist der nächste fürs nächste Stockewerke.
Haben wir dann alles durch hier, ja, ne? Keine Ahnung. Aber sollten wir vielleicht erstmal runter zum Auto gehen, bevor wir jetzt weiter hochgehen? Ein bisschen Platz habe ich inzwischen wieder. Ich auch. Ich habe nur 2, 3 Platz vielleicht noch. Was dann ja, dann sind wir ja da. Da steht wieder was auf. Ein Betonmischer. Oh, hallo, Mr. Hausmeister. Liegen bleiben. Oh, ich habe Betonmischung gekriegt. Hallo, ja, Dickie! Hallo? Guck mal, ne? Brauchen wir ja jetzt, ne? Ja. Yep. Alles mitnehmen. Hier ist auch noch mal. Ja, kriegst du die Schippe in die Fresse. Bitteschön. Ach, das ist hier. Aber da ist ganz, ganz viel Zement auf der anderen Seite. Mhm. Hier sind ganz, ganz viele Zombies auf meiner Seite. Oi. Die rennen einfach drüber. Sag mal, stirb endlich. Hier. Ich schieb dich weg. Einfach weggraben. Das erspart nämlich die Sache mit dem Sand. Yep. Ich merk schon. Ich hab Ruffy-Arme, hast gesehen? Hallo! Oh, was da? Alter! Ein Fenster! Well! Geil! Krass! Ja! Oh, wir sind bei 38 Minuten! Würde ich sagen, beenden wir hier in diesem schönen Raum die Folge. Und sehen uns gleich wieder. Ja. Tschüss. Tschüss.